Herzlich willkommen wieder zum kleinen Unboxing-Video. Wollte ich heute euch was zeigen wieder. Ich musste was auswechseln, und zwar mein Aquarium. Hier habe ich was bestellt, was ihr bestimmt auch voll cool findet. Ja, schön eingepackt hier. Und jetzt mal das einfach mal auspacken. Und da das mit nicht lang dauert, erspare ich euch das mal das Ganze hier aus der Verpackung. Das geht so schön geschmeidig raus, ja, hast du gedacht. Tada! Und zwar habe ich mir hier einen LED-Balken gekauft für mein Aquarium. Und zwar hat es das zerlegt. Zwar sind zwei Neonröhren drin, wenn man gleich sehen, wenn ich demontieren tue. Und wirklich ist ja total Feierabend. Ich kann also euch leider nicht zeigen, wie das vorher ausgesehen hat. Und jetzt packen wir das einfach mal aus hier. Noch schön eine Kiste. Und zwar, wie gesagt, habe ich das Trigon 190, so ein Eckaquarium. Und jetzt habe ich hier einen LED-Balken. Der normale Balken hätte auch um die 80 Euro gekostet. Wie gesagt, ich bin auch nicht unbedingt der perfekte Elektriker und tausche mir da irgendwelche Anlasser und wie auch immer aus, der eben für die Neonröhren erforderlich sind. Und da habe ich gedacht, komm, stellst du gleich auf LED um, was günstiger ist und weniger Stromverbrauch. Und der Balken kostet auch um die 80 Euro und hier habe ich 118 Euro, habe ich gegoogelt, 120 Euro bei eBay, 118 Euro der Händler hier. Und dachte ich, das ist wirklich eine coole Geschichte. Was man noch dazu kaufen kann, ist hier so ein Modul. Das kostet auch um die 70 Euro, ganz witzig, kann man hier sehen. Was eben Nacht und Tag simuliert. Ja, muss ich mal überlegen. Aber wie gesagt, verschiedene Sachen, Heat Control, optimale Wärmeableitung, Opti-Licht, weißes und blaues Licht für ein breites Lichtspektrum. Dann Hightech-Membran für Feuchtigkeitssperre. Im Aquarium ist immer feucht. Anti-Squirt-Sicherheitsglas, ganz fest. Easy-Fest, Easy-Fit passt perfekt in das Trigon rein. Das werden wir dann sehen. Und hier habe ich nochmal die technischen Daten hier. 7200 Kelvin, 3500 Lumen, 120 SMD LEDs verbaut und der Lichtwinkel ist 120 Grad. Hier haben wir Schachtel drin. Wie gesagt, 70 cm breit. Und was habe ich alles hier? Genau, hier ist der Lichtbalken. Ja, da wird dann ganz einfach oben eingehangen. Das haben wir uns auch mal angucken dann. So, was habe ich hier noch drin? Hier nochmal Beschreibung, eben wie es oben reinkommt. Man tauscht es nur einfach aus, nimmt den alten Träger raus, wo die Neonröhren dranhängen und kann das dann eben da reinbauen. So, das alles sieht alles jetzt komplett aus. Ah, so, das ist hier ein ganz normaler Stecker, den ich dann reinfummeln muss. Und hier hinten habe ich dann quasi noch ein Netzteil drin, was mir quasi die Sachen runter transformiert von 120 Volt auf, keine Ahnung, 25 Volt, wenn man hier drauf steht. Und zwar 48 Volt, von 220 auf 48 Volt. Ja, das ist halt schon ein bisschen weniger Strom als eben die andere Geschichte, wo ich halt schon mehr Power benötigt habe. Hier nochmal ein Netzteil, was dann unten aber am Aquarium reinkommt. Donut Cover. Und hier habe ich eben die Sache hier. Das werden wir jetzt gleich mal demontieren und hier die neue Geschichte reinbauen. Dann ist da nicht drauf. Hier mein schönes Trigon. Und hier unten habe ich noch eine Zeitschaltuhr. Kann ich ein ausschalten. Alles finster und weg. So, kann ich das gleich rausziehen. So, jetzt demontieren wir alles hier. Das raus. So, das ist der alte Lichtbalken hier. Hat nicht mal funktioniert. Neue rein.
und wir machen das alles. Dann habe ich ihn durchgezogen. Ich kann nicht zeigen. Ziehen. Das Ganze nochmal durch reinkrabbeln. Dann habe ich durchgezogen. So. Hier verbinden. Das wird fest drehen. Alles komplett zusammenbauen und dann aus dem Betrieb nehmen. So. Jetzt stecken wir sie rein. Schalten an. Wie gesagt, ganz wichtig hier, dass der Stecker richtig zusammengesteckt ist, sonst brennt nichts. So, jetzt müssen wir es rausziehen. Fernschaltung rein. Und dann kann es beginnen. So, ist ja auch schön hier. Da die GoPro wasserdichtig ist, stecken wir es einfach mal ins Aquarium rein. Licht drin für Mondlichtsimulationen. Ist auch schön. Passt wunderbar hier drauf. Wieder die Dinger drauf hier. Passen auch wunderbar hier rein.